Wie heißt jetzt Hinnekraft? Der erste Buchstabe ist ein M. Ach, NM. Ich hab es jetzt als H gelesen. Weil ach, Minikraft. Ja. Ja, jetzt haben wir. Minekraft, also ich kann kein Englisch. Hat das was mit Min zu tun oder heißt es meine Kraft? Noch nie gehört, noch nie gesehen. Naja, ich spiele ja nicht. Na, das wird ja was. Minecraft, ja? Oder mein heißt Geist, mein Mind. Ja, geistige Kräfte. Also ich würde sagen, das ist ein Lernspiel. Und worum geht's da? Mann, was ist denn das? Ah, jetzt habe ich was. Da könnte ich buddeln. Hier könnte ich buddeln. Nee, warum nicht? Das ist doch so ein Karo angezeigt. Was ist das? Warum passiert da nichts? Gedrückt halten, zack. Aha. Da sehe ich 1, 2, 3 kleine Klötzer. Wie kriege ich denn die raus? Oder kann ich damit schon was bauen? Mach mal, wie kriege ich die raus? Ist das schwer? Wie kriege ich die Steine raus? Hopsen? Nee. Na, raustragen. Kann ich tragen hier? Ist da unten irgendwas, was ich anklicken kann? Also ich bücken. Bücken. Vor allen Dingen erstmal hingehen vielleicht. Hingehen? Wie kann ich? Ach, also muss ich hingehen in das Buddelloch. Ah ja. So, und jetzt. Ach, ist der schon draußen jetzt? Wie viele hast du denn jetzt? 8 Stück. Oh, na, dann kann ich ja schon bauen. Und jetzt muss ich die übereinander bauen. Wie viele Blöcke hast du denn? 3 habe ich. Ja, ich wollte einfach nicht 3 Türme übereinander bauen. Nee, du hast nicht 3 Blöcke. Guck mal, das zeigt dir unten an, wie viele Blöcke du hast. 2. Also kann ich einen wieder wegmachen, ja? Nee, jetzt hast du keinen mehr. Das werde ich mal hier probieren. Okay. Genau. Ich bin in der Grube. Oder habe ich mich eingebaut? Ich buddel mich ja ein. Neun, 10, 11, 13 Steine. 2 habe ich verbaut. Die hüpfen hier alle rum. Mann, mitten zwischen den Klamotten. Ich komme mir vor, als wenn ich in der Pyramide unten bin. Nee, ich will das da mitnehmen. Zurück. Ist ein großes Loch. Ist das schön. Bin ganz überrascht über meine Baukünste. Jetzt komme ich schon ein bisschen nach oben. Boah, ich sehe Luft. Bin ich raus aus dem Bau? Nee, ich fahre wieder ein. Boah, ist das eine Pleite? Was hat jetzt gemacht? Habt ihr gesagt, das klappt nicht. Ist das eine Pleite? Ich bin noch. Nee, doch, da bin ich wieder. Jetzt baue ich sie ab. Ich hab's. Jetzt bauen. So, jetzt muss ich. Nee, da drin soll der Turm ja nicht sein. Der soll draußen sein. Aber wenn er da drin ist, entscheide ich das jetzt. Und jetzt baue ich noch einen rauf. Nee, einen rauf. Und jetzt. Wie kriege ich den noch, wenn ich hopsen soll? Ach, jetzt baue ich mich hier zu. Nee, wie kriege ich die wieder zurück? Will ich nicht. Weg. Kann ich abbauen hier? Nee. Das will ich nicht. Ich will einen anständigen Turm haben. Gedrückt halten. Ach, gedrückt halten, danke. Aha, so. Und jetzt will ich auf, wie komme ich hoch? Nach vorne drücken und hüpfen. Wie ist das?
Moment mal, wo ist denn mein Turm jetzt? Muss ich hin? Ich werde hingehen. Ich werde hingehen. Ja, und jetzt hüpfen und rauf. Zeig mir. Nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Warum nicht? Wo ist mein Loch? Wo ist mein Buddelloch? Mein Buddelloch. Was ist denn jetzt hier los? Wo ist denn mein Turm? Ist ja alles. Nee, dann nochmal zurück. Nochmal zurück. Was ist denn jetzt passiert? Ich muss buddeln. Sieht das nicht gut? Sieht aber gut aus. Also kann man das sagen. Gut sieht es aus. Ach, da schwebt einer. Kann man den nicht hier unten hier aufbauen? Ich bin zu doof dazu. Ja, aber das nützt mir denn das, wenn ich springe und fall wieder ins Loch? Oh, ich bin schon wieder. Ah, ich habe Kickbuddel mich frei. Ich springe. Hopp, hopp, ah, wohin? Kinder, nee. Ich bin draußen, ich bin draußen. Hurra! Oh, weia. Ey, das Wasser. Soll ich auch noch schwimmen gehen? Oh, oh. Was war das jetzt? Ist das meine Wand? Nein. Nimm dir das Wasser, das ist keine Straße. Da schwimmt irgendwas. Hände. Wie kommen denn die da hin? Ja, jetzt so ein Turm. Das ist ein Baum. Ach, das ist ein Baum. Das ist mir schon wieder ein Keller unten. Nee, das ist meine Mauer. So, jetzt will ich auf den Baum rauf. Geht das? Aha, auf der Insel was bauen. Mit meinen Klamotten hier. Ich habe gedacht, ich bin schon drauf. Ja, so halt. Auf der Insel. Guck mal, was schwimmt denn da überhaupt? Was ist ja, das? Ja, ich weiß auch nicht, was das für Klamotten. Ein Tisch oder irgendwas? Nee. Kurz die Türken, jetzt bin ich wieder weg. Das ist ja eine ganz eigenartige Welt. Das muss man ja erstmal, jetzt gehe ich erstmal zurück zu meinem Buddelloch. So, warum kriege ich den nicht hoch? Und Mama, halt mal hier fest. Denn das hier alles? Gehört das alles noch zu meinem Buddelloch? Habe ich das gebaut? Wie komme ich denn hier wieder raus? Ist das mein Turm, den ich gebaut habe? Ja. Habt ihr nicht ein anderes Spiel? Ach, Leute, ich komme nicht dahinter, was das soll. Und jetzt wurde doch noch Nacht. Ich muss zu meinem Buddelloch. Mann, sag bloß, ich hab das geschafft. Oh Wunder, oh Wunder. Meine Güte, ich bin ja erstaunt über mich selber. Das hätte ich nie geglaubt, dass ich das hinkriege. Oh Gott, das erste Mal, wo ich so eine Blindschleiche bin. Ich sehe ja nichts. Wenn du jetzt wieder ach, vorne, da, das ist er. Und du? Und wo ist mein Arm, was da oben drauf kommt? Was hast du in der Hand? Aha, wo habe ich das? In der Hand. Hier drauf? Ja, und jetzt rechte Maustaste. Fertig. Gott, war das schwierig. Das ist ein Spiel? Soll ein Spiel sein? Aber du hast es geschafft. Und da gibt es tatsächlich Leute, die beschäftigen sich damit. Da kriegt ja welche irre. Erst habe ich den Verdacht gehabt, ihr wollt die Senioren auslachen. Aber das stimmt nicht. Ihr wollt sehen, wie sich die Senioren zu helfen wissen. Man kann alt sein wie sonst was, aber man lernt immer noch dazu, nicht wahr? Ich finde es sehr gut. Ich brauche da kein Abknallen, ich brauche da kein Jagen. Man kann seine Fantasie spielen lassen, kann da irgendwie ein Kloster bauen oder irgendwie was nachäffen, was ich mir früher mit meinen Kindern mit den Legosteinen gebaut habe. Doch, ist interessant, ja.
Es bedarf einer längeren Zeit, glaube ich, um mich auf dieses Spiel einzulassen. Also wer hochbegabt ist und schon ein bisschen am Computer Bescheid weiß, für den mag das leicht sein. Also für mich ist es sauschwer. Ich würde also jetzt eine Nacht schlafen gehen, wie ich das früher immer gemacht habe, und würde dann nochmal anfangen und würde nochmal probieren. Also das mache ich, da lasse ich dann nicht locker. Ob es mich dann hinterher begeistert, weiß ich nicht. Aber dieses Nicht-Können, nicht zustande bringen, das macht mich schon sehr nachdenklich. Ohne Hilfe hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Da hätte ich ja Tage gebraucht. Du hast halt keine Wehrenbedingung geschafft hätte. Was vielleicht was für junge Leute, aber für Alte weiß ich nicht, ob ich das nur unbedingt machen muss. Das spielen wir morgen oder das nächste Mal nochmal. Aber nicht heute. Ja, wir haben ja auch noch andere Spiele getestet, wo ich ein bisschen besser war. Aber blamieren gehört ja eigentlich zum Leben oder versagen. Ich denke, irgendwie haben wir es doch geschafft. Ne? Daumen hoch, oder? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also, ich muss jetzt nicht nochmal. Mir hat es nicht gefallen. Aber ihr könntet auch abonnieren. Abo, Abo, Abo. Gut, ich wünsche euch alle Gute. Toi, toi, toi. Mein. Ja, Kraft hört sich aus, als wenn ich bayerisch spreche, hört sich das hoch an. Aber nicht Englisch. Okay. Mein Kraft.